Wohnmobil gegen Wohnwagen. Was denn nun? Die Frage wollen wir hier gemeinsam beantworten. Ich war richtig erstaunt, als ich gestern Klaus kennenlernen durfte. Nicht nur, weil er eine gewisse Körperlänge mitbringt, die man bereits hier im Sitzen erkennt, sondern ihr seid die Ersten, die wir kennenlernen durften, die Vollzeit im Wohnwagen leben. Wir sind seit knapp 4 Jahren auf Dauerreise, aber bewusst mit einem Wohnwagen und nicht mit einem Wohnmobil. Das Thema hat uns zwar grundsätzlich interessiert. Ja. Wir haben 2-mal gemietet und bei den Mietaktionen dann so irgendwie festgestellt, ist doch nicht so richtig unseres. Gut, wir sind davor auch schon über 30 Jahre Wohnwagen gefahren, das prägt natürlich auch ein bisschen. Ja. Bei uns ist also bewusst ein Wohnwagen geworden, mit einer der Gründe, erstens haben wir ein bisschen mehr Platz als reinen Wohnraum. Zweiter Grund, man hat vor Ort immer ein Fahrzeug zur Verfügung. Viele Wohnmobilisten haben mehrere Fahrräder dabei oder einen Roller hinten drauf oder irgendwas in der Richtung. Gut, ist auch eine Möglichkeit, ist man aber wieder ein bisschen wetterabhängig. Je nach Reiseziel, wo man dann hinfährt, ist das vielleicht dann auch nicht so ganz das Ideale. Manch einer schleppt sein Auto hinten dran mit, ist nachher dann auch wieder eingespannt. Ja. Oder einige mieten dann vor Ort sich halt ein Fahrzeug, um flexibler zu sein. So, und das Flexibel war an und für sich für uns jetzt so die Überlegung, bleiben wir beim Wohnwagen? Wir wissen, wir können unseren Wohnwagen abstellen auf Stellplätzen oder auf Campingplätzen, können mit dem Auto was unternehmen. Und das war eben so mit die ausschlaggebenden Gründe dafür. Würdest du denn der Aussage zustimmen, wenn man viel unterwegs ist und häufige Ortswechsel hat, dass dann das Wohnmobil die bessere Lösung ist, wenn man aber länger an bestimmten Orten bleibt? Ist der Wohnwagen besser, weil er eben Standvorteile hat? Ja, so im Grunde kann man es so sehen, ja, okay. Wobei wir aber trotzdem eher so vom Reiseverhalten auch mehr so tendenziell Richtung Wohnmobil unterwegs sind. Also wir sind relativ selten lange Zeit an einem Platz, wechseln auch häufiger. Aber Grundtenor ist schon so, ja, wenn man etwas längere Pausen haben möchte, ist meines Erachtens der Wohnwagen angenehmer. Aber selbst zum Reisen, vergleichbar zu einem Wohnmobil, haben wir keine Probleme mit dem Wohnwagen so unterwegs zu sein. Aber ich glaube, wir sind da sehr individuell, das kann man jetzt schlecht verallgemeinern. Denn die meisten, die wir kennen, wir sind halt logischerweise auch im Wohnwagenforum unterwegs, können das so nicht wirklich nachvollziehen. Für die ist halt Langzeitaufenthalt wohnbar. Ich habe jetzt noch mal die letzten Tage die Anreise hier Revue passieren lassen. Ja. Und das war auch wieder so ein Grund für mich, dass ich gesagt habe, Wohnwagen, wir fahren auch schon mal kleine Sträßchen. Wir fahren von der Hauptroute ab. Ja. Das haben wir jetzt gemacht, als wir in Portugal rein sind. Mhm. Da fährt man so über 150 Kilometer, ich nenne das Findlingsstrecke. Mhm. Die Region kann ich jetzt nicht so genau lokalisieren. Ja. Und dann haben wir gesagt, ach, wir fahren mal hier links ab. Und dann sind wir in so ein kleinen Feldweg rein. Da wäre ich nicht reingefahren. Ja, klar, das sind dann die Dinge, die kann man einfach nicht mehr tun. Also wir sind da teilweise auch sehr abenteuerlich. Wir kriegen auch die Feedbacks, wo dann gesagt wird, Mensch, wie kannst du denn solche Straßen fahren? Ja. Das müssten wir dann natürlich völlig knicken, weil da drehst du nicht mehr mit dem Wohnwagen. Das ist vorbei. Und es gibt auch teilweise sehr enge Sträßchen durch die Ortschaften, auch gerade hier im Süden. Auch da könnte ich, du hast gesagt, dein Gespann ist nachher der Wohnwagen. Also wir haben eine Gespannlänge von 14,4 Meter. Das ist ja schon mal was. Ja, natürlich, ist schon etwas. Bisher hatten wir in den knappen 4 Jahren also noch nirgendwo eine Stelle, wo wir umkehren mussten, weil wir nicht weiterkamen. Klar, man hat auch ein gewisses Gefühl dafür, zu planen, wie man fährt. Wir würden jetzt also nicht bewusst in irgendein kleines italienisches Städtchen reinfahren. Weil Sightseeing-Touren würde ich dann
Wohnwagen irgendwo draußen abstellen auf einem normalen Campingplatz und mit dem Auto dahin fahren, weil das ist dann natürlich einfacher, das ist klar. Also ich würde jetzt nicht bewusst irgendwelche engen Straßen oder Landstraßen dritter Kategorie mit dem Wohnwagen fahren, um an irgendeiner Stelle anzukommen. Das ist richtig. Also irgendwas, was schon so leicht Richtung Offroad gehen würde, kann man mit einem normalen Wohnwagen, wie wir ihn jetzt haben, zumindest von der technischen Seite her, eigentlich nicht machen. Kann man sagen, dass man ein größeres fahrtechnisches Talent braucht, um gespannt zu fahren mit dem Wohnwagen als mit dem Wohnmobil? Auch Thema Seitenwind und Rückwärtsfahren und Rangieren und solche Dinge? Ja, also muss man schon ehrlich zugeben, es ist eine andere Kategorie des Fahrens, wenn man mit einem Gespann unterwegs ist oder wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Wir hatten, wie gesagt, ja zweimal ein Wohnmobil gemietet. Das ist letztendlich nichts anderes wie ein größerer Pkw, sage ich jetzt mal, vom Handling, vom Fahrverhalten so annähernd wenigstens. Gespannt fahren ist, man muss etwas bedachter sein, etwas vorsichtiger sein. Seitenwindempfindlichkeit ist relativ. Das kann bei einem Wohnmobil je nach Bauform genauso sich verhalten. Was man aber zum Beispiel als Gespannfahrer grundsätzlich merkt, sind überholende Busse oder Sprinter, die vorbeifliegen. Ja. Die erzeugen einen Sog und dann hast du hinten den Popo am Wackeln. Und das hat man bei einem Wohnmobil nicht so ausgeprägt. Auch da merkt man es, aber es ist anders. Ja. Ich habe mir da eine Luftfederung ins Wohnmobil einbauen lassen. Ja. Vor allen Dingen ging es da um die Gesamtlast des Wohnmobils. Und wir haben jetzt 4 Tonnen. Ja. Und der angenehme Nebeneffekt war, dass dieses Schaukeln auch größtenteils weg gewesen ist. Ja, ne? Aber das wird man, das kann man eben dann nicht ausschalten. Das ist dann eben so. Und beim Wohnwagen hat man so eine Möglichkeit leider nicht. Ne? Ja. Der ist, wie er ist. Ja. Der jetzt muss einfach vernünftig austariert geladen werden. Das ist da die oberste Prämisse, vernünftige Lademöglichkeiten zu schaffen. Jetzt bin ich in der guten Situation, in der fast glücklichen Situation, dass ich früher auch viel mit Anhänger gefahren bin, also gespannt gefahren bin und habe auch Fahrzeuge transportiert und solche Dinge. Von daher würde ich mir das zutrauen. Und das Thema ist ja auch das, dass unser Gedanke war und ist zu sagen, okay, wenn wir genau das machen, was der Vorteil des Wohnwagens ist, denn der ist im Stand klar im Vorteil, das ist gar keine Frage vom Platzangebot und von allem her, dass wir irgendwann, wenn wir nicht mehr so viel durch die Gegend reisen und mehr an Orten stehen und bleiben da mal 4 Wochen, wir fangen ja jetzt schon damit an, indem wir in Südspanien schon mal 4 Wochen vorgebucht haben, was wir nie gemacht haben, weil die Campingplätze so voll sind, so, dass man dann natürlich der Wohnwagen diese Vorteile hat und dass wir dann umsteigen. Ich kann sagen, ich bin gespannt gefahren, das traue ich mir zu. Mhm. Aber ich glaube, wenn jemand das nie gemacht hat und ist so wie wir, nicht mehr so ganz jung, dass es dann möglicherweise schwierig sein kann, sich noch an das Gespannfahren zu gewöhnen. Wenn das wirklich im höheren Alter, in dem wir ja nun mittlerweile sind, der Anfang einer solchen Situation ist, würde ich auch sagen, es ist schwieriger, ja. Weil wenn du Pkw fährst und alternativ ein Wohnmobil hast, ist halt der Umstieg einfach, du hast immer noch die 4 Räder drunter, das Lenkrad, das Ding folgt dir eigentlich so, wie du lenkst, du brauchst nicht großartig dran denken, da ist was hinter dir. Ist der Umstieg, wie gesagt, vom Pkw auf ein Wohnmobil etwas einfacher. Mit einem Hänger hinten dran, schon ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Also man muss sich das auch trauen. Deswegen sagte ich vorhin, wir waren halt schon seit 1981 oder was sind wir mit Wohnwagen unterwegs. Ja. Das heißt, wir hatten schon Vorerfahrung. Die Größe von Wohnwagen, mit der wir jetzt unterwegs sind, war vor vielen Jahren natürlich so noch gar nicht angedacht. Ja. Und ist noch mal eine Spur anspruchsvoller als ein, ich sag mal, normaler Wohnwagen, so in der 5- oder 6-Meter-Klasse. Ne? Ja. Aber es ist anspruchsvoller, ja. Ja. Wir hatten eben schon mal, bevor wir anfingen zu diskutieren,
das Thema Fahrräder und E-Bikes, das ist für uns wieder unser Radiusvergrößerer. Das heißt, wenn wir irgendwo stehen, können wir auch mal 20 Kilometer fahren mit den E-Bikes. Ja. Das wird dann auch ein bisschen schwieriger mit dem Wohnwagen, denn ich habe eigentlich selten Wohnwagen gesehen, die hinten dran einen Fahrradgepäckträger hatten. Ich glaube, da ist ja auch dieses Gasfach oder es gibt andere Gründe. Ja gut, Gasfach ist vorne, ist Gepäckträger für Fahrräder gibt es sowohl für vorne als auch für hinten. Ja. So bei einer Wohnwagengröße, wie wir sie haben, ist es nicht ratsam, die Fahrräder hinten dran zu hängen. Das Gewicht. Bringt Gewicht, einmal das, das entlastet vorne. Mhm. Zum anderen hast du dann die Schleuderneigung ist dann deutlich höher, also würde ich nicht machen. Also gibt die Möglichkeit, auf der Deichsel zu transportieren, wollte ich aber nicht, da wir auch den Wohnwagen schon mal irgendwo auf einem einfachen Stellplatz abstellen mit dem Auto unterwegs sind, sagen wir relativ unbeaufsichtigt. Deswegen wollte ich unsere Fortbewegungsmittel, das ist einmal ein E-Bike als in Klappversion und einmal ein Elektroroller, der sich auch in Grenzen zusammenfalten lässt, im Auto haben. Das heißt, das, was so in einem Wohnmobil die typische Heckgarage ist, ist bei uns im Auto. Ja, genau. Ihr habt da diesen Siebensitzer. Was ist das für eine Marke? Ein SsangYong Rexton. Ja, Siebensitzer, der ist bei euch jetzt nur noch ein Zweisitzer, ne? Genau, die zwei Zusatzbänke, die der noch hat, die liegen zu Hause im Keller, ja. Ja, und da hast du dann quasi das alles so umgebaut, dass das eure Auto-Heckgarage ist. Wir haben so, uns hinten einen Auszug gemacht, den man um einen Meter rausfahren kann, womit man da, worauf dann das E-Bike abgestellt wird und dieser Elektroroller und noch diverse andere Kleinigkeiten, die man halt so unterwegs braucht. Und ist vom Volumen her, so in etwa vergleichbar mit dem, was man in einem normalen Wohnmobil als Heckgarage hat. Aber der Platz ist halt damit weg. Das heißt, wenn wir irgendwo mal unterwegs sind, möchten jemanden zum Essen mitnehmen. Wir sind zwar flexibel mit unserem Fahrzeug, geht aber nur für uns. Man muss hier oben in den Dachgepäckträger rein. Ja, der ist aber auch schon besetzt. Der ist aber auch besetzt, ja. Wie sieht es denn aus mit Grauwasser? Da sehe ich bei den Wohnmobilen immer, dass da auch grundsätzlich ein Eimer oder was anderes, gibt ja auch diese Behältnisse unten drunter gestellt wird. Eigentliche Tanks gibt es bei Wohnwagen, glaube ich, nicht grundsätzlich so. Grundsätzlich ab Werk eher selten. Ja. Ein Frischwassertank ist mittlerweile fast Standard, ja, Abwassertanks eher nicht. So, für uns ist dieser Wohnwagen, für uns persönlich, unser Wohnmobil. Das heißt, der ist von mir persönlich umgebaut worden. Da sind zwar Frischwassertanks drin. Da sind wie viele Liter gehen? Einmal 50 und einmal 30. Das sind die schon 80 Liter. Gleiche Menge auch im Abwasser. Ja. Dann haben wir noch zusätzlich zwei Frischwasserkanister, die liegen vorne stehen in der Box auf der Deichsel, weil wir eine etwas zu geringe Deichsellast haben, ohne diese zusätzliche Belastung. Wir haben eine große Batterie drin. Ich habe 750 Watt Solar auf dem Dach. Das heißt, wir sind also stromautark. Dass wir jetzt hier auf diesem Platz mal Strom haben, liegt daran, dass es ein ACSI-Platz ist und der Strom halt inklusive ist. Ja, so, okay, ist, das, so ist das. Ansonsten können wir über mehrere Tage sowohl was die Frischwasser-, Abwasserversorgung und die Stromversorgung betrifft und die Toilette betrifft, sind wir autark. Also daher gesehen schon bewusst in die Richtung Wohnmobil das Teil ausgestattet, um eigentlich wie ein Wohnmobil unterwegs sein zu können. Aber ich sage, sind wir relativ speziell, gibt nur sehr wenige, die das auf die gleiche Art und Weise machen. Du hast gerade erklärt, was ihr da noch alles reingebaut habt. Ja. Habt ihr nicht das Thema als Wohnwagenfahrer wie die Wohnmobilisten, die 3,5 Tonnen und dass die Grenze natürlich auch ganz schnell geknackt wird? Oder sind Wohnwagen so leicht, dass man da ohne Probleme zuladen kann? Nee, leider absolut gar nicht. Nee. Im Gegenteil, das ist immer auch bei uns im Wohnwagenforum immer ein Dauerthema, Zuladung. Ja. Wir haben jetzt Glück gehabt, als wir uns den Wohnwagen angeguckt haben, der von der Größe damals zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich wichtig war, aber der stand halt da, gefiel uns einfach von der Innenraumaufteilung her und haben dann auch festgestellt, das Ding wiegt knapp 1750 Kilo leer, hat aber 2,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht.
Das heißt, wir hatten knappe 800 Kilo Zuladung. Es gibt ja die Situation, dass man also einfach mal eine kleine Zwischenübernachtung machen möchte, sich irgendwo hinstellt. Und nehmen wir einen Autobahnrastplatz oder sonst irgendwo eine Parkbucht oder überhaupt Stellplätze, die ja auch meistens nur für Wohnmobile sind. Ist eine etwas irrige Meinung. Ja? Mit den Stellplätzen, das ist das Hauptproblem in Holland. Das Reiseland, da gibt es doch gar keine Der Camper-Reiseland schlechthin eigentlich. Da gibt es doch gar keine Stellplätze, oder? Da gibt es doch Stellplätze, gibt es, aber keinen einzigen, auf den du mit dem Wohnwagen darfst. Ja. So, in Deutschland gibt es auch sehr viele Stellplätze und ich sage mal so gefühlt zwischen 40% und 50% auch die Wohnwagen erlauben. Mhm. Gibt auch diverse Apps, mit denen man danach filtern kann. Ja. Und wir sind jetzt im Frühjahr und im Sommer unterwegs gewesen und waren fast ausschließlich nur auf Stellplätzen. Man muss halt ein bisschen anders planen. Klar, der Wohnmobilist muss auch irgendwo seine Routen planen. Wir müssen vielleicht ein bisschen, haben halt ein groberes Raster nur zur Verfügung, zur Planung. Aber das geht auch. Also wir nutzen vorzugsweise lieber Stellplätze als Campingplätze. Mhm. Du hattest eben erwähnt, und ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll, dass du vorher schon, bevor ihr in den Wohnwagen gezogen seid, schon einiges an Erfahrungen hattest. Ja, ja. Und von daher macht es ja auch Sinn, wenn man mit dem Gedanken spielt, einen Wohnwagen zu kaufen oder überhaupt umzusteigen, von Wohnmobil auf den Wohnwagen oder auch umgekehrt, dass man sich vorher das Fahrzeug dann nochmal ausleiht und ausprobiert. Ja, ne? Würde ich definitiv das sollte man tun. Befürworten. Das muss man mal erfahren haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Was wir natürlich auch gelegentlich machen, ist, dass während der Fahrt, wenn man irgendwo im Stau ist oder man kann das so tun, dann steigen wir auch schon mal aus unseren Sitzen raus und gehen mal kurz nach hinten auf die Toilette oder sonst was. So. Hier muss man natürlich immer anhalten und wieder aus dem Auto aussteigen, wieder in den Wohnwagen rein und so. Aber das ist jetzt nichts Entscheidendes, aber das sind so Kleinigkeiten. Es sind ein paar Kleinigkeiten. Das ist auch schon allein, wenn du auf dem Platz ankommst und es regnet. Wenn du mit dem Wohnmobil ankommst, ist doch egal, ob es regnet. Du stehst. Stimmt. So, ob das Ding jetzt optimal ausgerichtet ist, lass mal dahingestellt. Du stehst halt schon mal. Ja, ja, ja. Du drehst dich rum, gehst rein, machst dir deinen Kaffee. Das geht bei uns nicht. Wir werden halt zwangsläufig nass. Ne? Wir gehen auch rein, trinken unseren Kaffee, aber wir müssen halt mal kurz durchdrehen. Gut, sind aber jetzt, sagen wir, Situationen, wie oft stehst du in dem Stau, wo du dann wirklich deine Toilette nutzen musst, wie oft kommst du an und es regnet, junge Hunde oder so. Ja. Naja, okay. Man findet immer irgendwas, klar, aber es ist natürlich dahingehend ein Unterschied. Ne? Ja, und wenn ich jetzt hier die Stützen sehe, ist das ja auch so ein Thema. Ich will ja nicht meckern, aber ich sage, fällt mir nur gerade so, meckern überhaupt nicht, sondern ich will überhaupt nicht meckern, aber das ist natürlich, mir fallen dann so Dinge auf, die mir dann in den Sinn kommen und sagen, Wohnmobil muss ich das nicht tun, weil wenn man diese Stützen da runterfährt, brauche ich ja immer einen gewissen stabilen Untergrund. Wenn ich jetzt irgendwo sehr sandig oder einen weichen Untergrund habe und es regnet oder so, dann bin ich mit dem Wohnwagen natürlich auch mal ganz schnell in Schräglage. Habe ich noch nicht gehabt, aber jetzt mal zum Thema Stützen. Ja. Der Wohnwagen von uns hat jetzt mal so eine Nachrüstung bekommen. Nennt sich so E&P hydraulische Stützenanlage. Das heißt, das Ding reagiert auf Knopfdruck. Wir kommen an, schließen die Tür auf, drücken das Knöpfchen, das Teil richtet sich aus, fertig. Ah, okay. Die gleiche Technik, wie sie bei Wohnmobilen auch verbaut ist. Bei Wohnmobil sind halt 4 Stempel, hier sind es 2 und 4 an den Ecken. Knöpfchen drücken, Feierabend. Feierabend, okay. Ja? Insofern, das hat natürlich nicht grundsätzlich jeder Wohnwagen, ist immer eine Nachrüstung, es sei denn, ich bestelle es bei Neukauf direkt ab Werk, ist aber meistens nachgerüstet, so auch bei uns. Vor Beginn der Reise haben wir dann gesagt, so, das gönnen wir uns jetzt. Ja. Bevor wir jetzt 5 Jahre auf Reise sind und dann irgendwann feststellen, oh, Rücken, jetzt müssen wir was Automatisiertes haben. Und lassen es dann einbauen und stellen ja noch mal ein Jahr später fest, das geht es gar nicht mehr. Mhm. Dann hat der Nachfolger viel Spaß damit in einem neuen System und wir haben nichts davon gehabt. Dann haben wir gesagt, so, das Ding kommt jetzt von Anfang an drunter
dieses Stützensystem, welches wir uns da haben montieren lassen, ist nach dem Mover, den man für ein Fahrzeug dieser Größenordnung meines Erachtens definitiv braucht, die zweitbeste Anschaffung, die wir machen konnten. Das war, du kommst an, machst die Tür auf, drückst auf das Knöpfchen, ausrichten, Feierabend. Ja. So, ne? Da ist nichts mit Kurbel rumlaufen und gucken und mit Wasserwaage rechts und links halten, Knöpfchen drücken, Feierabend. Ja, also das ist wie beim Wohnmobil und dann richtet sich das, richtet sich der Wohnwagen aus. Das ist natürlich eine gute Sache. Und das, was für uns der größte Reiz gewesen ist, zu sagen, demnächst irgendwann doch auf den Wohnwagen umzusteigen, war ganz einfach, dass man, wenn man irgendwo steht, auf dem Campingplatz, Stellplatz, natürlich sehr beweglich und mobil bleibt durch den PKW, den man eben ständig dabei hat. Das ist wirklich ein Riesenvorteil. Ja. Klar, wenn man dann irgendwo wochenlang auf dem Campingplatz ist, dann wir brauchen dann auch einen Leihwagen. Man kann mittlerweile auch im Süden, man kann im Süden auch günstig Leihwagen mieten. Das geht alles. Aber als Dauerlösung wäre das für uns wahrscheinlich immer wieder zu gucken, wo kann man da was mieten und wie geht das und was machen wir da. Da ist das schon eine Ideallösung. Und dann gucke ich auch manchmal ein bisschen neidisch. Wir sind hingegangen mit dem Wohnmobil und haben uns insofern angepasst, als wir auch nur noch eine Markise haben und ein Quechua-Zelt als Unterbringungszelt und wo man sich auch mal reinsetzen kann, wenn es ein bisschen kühler ist. Und wir bauen uns nicht mehr komplett mit den Außenteilen zu und können dann auch schnell wieder losfahren. Ja. Das geht auch, aber das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Also kann man sagen, du bist ein überzeugter Wohnwagenfahrer? Ja. Kann man sagen. Ja. Definitiv, ja. Also der Gedanke, irgendwie mal aufs Wohnmobil umzusteigen, kommt dir und deiner Frau Marilyn, kommt nicht mehr. Nö, also ich sag mal, weitestgehend aus den Gründen, über die wir jetzt ja gerade schon mehrfach gesprochen haben, eigentlich nicht. Es sei denn, es wäre finanziell eine Kategorie möglich, die, also wir hätten schon so ein paar Spielideen, die uns aus Wohnmobil zusagen könnten. Aber wir sehen trotz alledem dann wiederum genau die Nachteile, die wir dann haben mit einem reinen Wohnmobil hätten. Du musst entweder dir vor Ort irgendwas Fahrbares besorgen oder es halt mitnehmen. Ist deine Spielidee auch so ein Aufliegerfahrzeug? Aber die sind natürlich irrsinnig teuer. Da haben wir auch schon mal dran gedacht. Ne? Ja, wir waren jetzt in Düsseldorf auf der Messe und haben da so zwei Ami-Kisten gesehen. Einen als normalen Anhänger und einmal so ein Auflieger. Grundkonzept gefällt mir. Nachteil ist wieder, du hast das gleiche Handicap auf dem Stellplatz. Ja. Denn das Ding ist ja abkoppelbar. Ja. Du kannst mit dem Fahrzeug weg, also mit dem Zugfahrzeug weg sein, der Anhänger steht da. Es gibt so unwahrscheinlich viele Begründungen, warum man angeblich mit einem Wohnwagen halt nicht auf einen Stellplatz darf. Auf dem Stellplatz sind die Leute ganz schnell weg. Wenn Gefahr im Verzug ist, brennt irgendwas. Stell dich mal auf den Stellplatz. Wie viele Leute sind über Tag tatsächlich da? Die sind mit ihren Fahrrädchen unterwegs, unternehmen was, sind in der Stadt, sind einkaufen. Mhm. Gut, wenn wir nicht da sind, auch Pech gehabt, brennt das Ding halt ab. Wenn wir da sind, wir brauchen etwas länger zum Ankoppeln und Losfahren als einer, der nur mal eben Motor starten braucht. Wenn der aber seine Stützen ausgefahren hat, muss er die auch erstmal einfahren. Mhm. Sind so ein paar Beweggründe. Es gibt noch ein paar andere Erklärungen mehr, warum das halt nicht erlaubt ist. Aber kurz noch mal einhaken zu dem erlaubt oder nicht erlaubt. Das kritischste Land ist Holland. Keinen einzigen Stellplatz, der Wohnwagen erlaubt. Immer die Käseköpfe. Also grundsätzlich nur Campingplätze. In Deutschland hat es ja schon mal gesagt, annähernd die Hälfte, knapp drunter vielleicht, Möglichkeiten, auch mit dem Wohnwagen zu stehen. Wir waren mittlerweile am Nordkorb. Und wir waren zweimal in Marokko. In allen Ländern dazwischen, die wir da angefahren sind, interessiert das keinen Menschen, ob du mit einem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil kommst. Also wir fahren grundsätzlich mit Apps, die Wohnmobile, also mit Apps, die Wohnmobilplätze anbieten, informieren uns im Vorfeld, entweder durch Anruf, durch E-Mail oder durch entsprechende Bewertungen oder klare Aussagen auf der Website von den entsprechenden Betreibern, ist da Wohnwagen erlaubt, und fahren die Plätze dann dementsprechend an. Und wir haben
bisher in der ganzen Zeit 3 oder 4 Plätze gehabt, wo man uns abgewiesen hat. Mhm. So. In 4 Jahren und ihr seid ja nur unterwegs. Ja. Und wenn man bedenkt, dass wir also vorzugsweise Stellplätze anfahren, würde ich sagen, kann man nicht meckern. Ja. Ganz herzlichen Dank für die Infos und wie das als eingefleischter Wohnwagenfahrer ist, der dauerhaft mit seiner Frau, mit Marilyn, in dem Wohnwagen lebt. Ganz interessante Aspekte. Ja. Und da kann man ja auch von geballter Erfahrung sprechen. Ja. Die nehme ich für mich auch in Anspruch, was das Wohnmobil, ja, klar, Wohnmobil angeht. Und ja. Ich sehe das. Letztlich ist es immer eine Frage, so ein bisschen der Philosophie und des Geschmacks. Es gibt Vor- und Nachteile und dann ist die Frage, welche Vor- und Nachteile für einen persönlich wichtiger sind, schwerer wiegen, ja, und dann trifft man eben seine Entscheidung und ja, ich hoffe, dass das für euch auch vielleicht eine Anregung war, nochmal darüber nachzudenken oder dass es vielleicht einfacher ist, eine Entscheidung zu treffen. Ich denke, dass Informationsmaterial, was ihr hier bekommen habt durch dieses Interview, könnte dabei helfen. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Vielen, vielen Dank an Klaus. Alles wird gut.